Also ich habe meine Rettungsschwimmer Silver in 14 Tagen gemacht, von null zum Rettungsschwimmer. Früher konnte ich nicht schwimmen auch. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Luisa Laudace und ich bin für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. Egal was du kannst, du kannst helfen. Ja, herzlich willkommen, Mareike und Alan. Schön, dass ihr da seid. Alan, du arbeitest ehrenamtlich bei der DLRG. Und du, Mareike, du bist beim THW tätig. Wie würdest du so euer Teamwork und euer Miteinander generell beschreiben? Teamwork ist im THW richtig wichtig. Also das T in THW könnte genauso gut für Teamwork stehen statt technisch. Wenn man sich allein schon mal vorstellt, jetzt beim Hochwasser im Ahrtal war ja zum Beispiel das Problem, dass Brücken weggeschwemmt wurden und kein Mensch kann allein eine Brücke bauen. Aber wenn eben ganz, ganz viele Leute mit anpacken, dann klappt das auch. Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal von vielen Hilfsorganisationen, dass die einfach einen wirklich mit offenen Armen aufnehmen. Und selbst wenn du deinen ersten Tag hast, du bist irgendwie gleich direkt integriert und alle freuen sich, dass jemand Neues da ist und du wirst direkt aufgenommen und auch, dass du einfach ja direkt gebraucht wirst und eingebunden wirst. Man hat immer so viele Gedanken im Kopf. Und als ich dort war, die hatten mich alles herzlich willkommen eingeladen auf dem Essen und alles drum dran. Die hatten sich vorgestellt, die hatten mit mir unterhalten, die hatten mir dieses Gefühl gezeigt, dass man dort lebt seit langer Zeit und man kennt die Leute, wo das man erst mal gesehen hat. Aber man fühlt, dass man die Leute seit langer Zeit kennt. Würdest du dann sagen, dass man ein gewisser Typ Mensch sein muss, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Ehrenamtliche Arbeit kann jeder Mensch machen. Kann jeder Junge auf der Welt machen. Kann jedes erwachsene Mensch machen. Jedes Senior-Mensch, man sagt das, ne? Ein Senior-Mensch, so ein altes Mensch, ne? Machen. Weil jeder kann was tun. Mareike, würdest du das unterschreiben? Definitiv. Also auch im THW finde ich das ganz toll. Du brauchst keine Voraussetzungen. Ich meine, ich bin ja auch als Schülerin zum THW gekommen und auch mein Studium jetzt ist nicht wirklich gerade handwerklich. Aber alles, was du im THW brauchst und was du für dein Ehrenamt brauchst und für deine Aufgabe im Katastrophenschutz, das wird dir beim THW alles beigebracht. Da kann eigentlich jeder eine Aufgabe finden. Und auch wenn man jetzt nicht so der Typ Mensch ist, der jetzt vielleicht mit der Motorsäge einen Baum auf der eine Straße versperrt, absägt, damit wieder Autos durchfahren können, dann ist das völlig in Ordnung. Man kann ja zum Beispiel auch die Verwaltung unterstützen oder die Öffentlichkeitsarbeit in einem Ortsverband oder auch in eine ganz andere Fachgruppe gehen. Wir haben zum Beispiel auch die Fachgruppe Führung und Kommunikation, die dann eben halt den Einsatz so im Hintergrund organisiert und eben halt dafür sorgt, dass an den richtigen Stellen die richtigen Leute sind. Als ich nach Deutschland gekommen bin, was ich gesehen habe, welche Organisationen es gibt hier in Deutschland, hat mich so interessiert. Ne? Ich war so glücklich, ne, dass es so viele Organisationen gibt in einem Land. Die Menschen, wenn wie jetzt Katastrophen, ne, wo dieses Jahr passiert Hochwasser, alle hatten die Hand zusammengehalten und das weiter die Stadt wieder renoviert und die ganze Schaden wieder repariert, ne, hatte ich so krass gefunden. Zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren eine Gruppe gehabt, so behinderte Menschen im Wasser, habe ich Schwimmen beigebracht. Die Kinder hatten nicht gesehen. Die waren taub und blind und konnte sie nicht laufen auf. Und ich habe die Schwimmen beigebracht. Und danach, nach seinem Unterricht, die Paulina war sie im Sportbecken, hat sie 25 Meter geschwommen damals. Und die Mutter hat mich so umgearmt. Alan, wie hast du das geschafft? Also, die hat das so schön gefunden, die hat weiter erzählt mit anderen Menschen. Ne? Ich finde, es ist so schön, wenn du einem Mensch hilfst, die Hände hältst. Ne? Das war doch auch eine sehr lustige Geschichte, oder? Du hast angefangen mit einem Kind, dem quasi Schwimmen beizubringen und die Mutter hat immer mehr behinderte Kinder eingeladen? Genau. Oder wie war das? Irgendwann war bei mir Gruppe, also ich habe bei Pauline angefangen und danach waren noch 4, 5 Kinder, ne? Wo ich mir sage, okay, krass, Alan, wach weiter. Ich merke auch einfach, dass es mir selber sehr, sehr viel zurückgibt, einfach in diesem Team zu arbeiten, auch mal Aufgaben zu erledigen, die man im Alltag vielleicht nicht so macht und einfach auch für andere Menschen da zu sein. Und deswegen gibt mir das auch einfach unglaublich viel. Und deswegen stecke ich natürlich auch wieder gerne noch mehr Zeit in das THW und mache weitere Ausbildungen oder auch Dienste mit oder auch Ausbildung zum Beispiel für die Grundausbildung jetzt habe ich mitgemacht, dass ich einfach auch die neuen Helferinnen und Helfer wieder ausbilden kann.